So, ihr Lappen, habe Daryl zurück bei DayZ und ich habe mir überlegt, da ja unser Heli gerade vorhin abgeschossen worden ist, mache ich doch mal ein kleines Tutorial, wie man denn einen Heli repariert. Wir sind gerade in Study. Ich habe jetzt zwar schon die ganzen Materialien gekauft, die wir dafür brauchen, ich habe auch schon den passenden Heli gefunden, aber ich zeige euch mal kurz, wo ihr denn im Zweifelsfalle die Materialien herbekommen könnt. Also ihr könnt natürlich auch irgendwelche Wracks farmen, wenn ihr denn im Inventar eine Brechstange und ein Werkzeugkoffer, weiß ich jetzt gar nicht, ob man braucht, aber eine Brechstange, dann könnt ihr zu bestimmten Wracks, so Autowracks, die halt am Rand von der Straße rumliegen, hingehen, dann könnt ihr da im Action-Menü Entfernen auswählen oder so, Pickup entfernen oder je nachdem irgendwas entfernen halt, und dann bekommt ihr zufallsgeneriert irgendwelche Vehicle-Parts, zum Beispiel Scrap Metal oder ein Motorteil oder ein Fuel-Tank-Parts oder sowas, solche Sachen halt. Oder ihr geht einfach zu den Händlern und schaut euch diesen werten Herrn hier an. Da seht ihr es dann schon. Building Supplies, Toolbuild, Items, Vehicle-Parts. Und wenn wir auf Vehicle-Parts gehen, dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen, auch für Helikopter. Und wenn das Ding jetzt komplett im Arsch ist, wie das Ding, was wir jetzt dann uns vornehmen werden, brauchen wir einen Fuel Barrel. Am besten nehmt ihr da so 2, 3 mit, dass ihr auch zur nächsten Tankstelle in Ruhe könnt. Treibstofftankteile brauchen wir noch, Metallteile, Autoglas auf jeden Fall auch. Und dann noch Hauptrotorteile und Motorteile. Räder brauchen wir beim Heli zumindest nicht. Ja, da könnt ihr dann schauen, wie viel er halt braucht ungefähr. Ich habe jetzt schon alles eingekauft, was wir dafür benötigen. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein, gehen wir es kurz durch und dann fahren wir gleich zu besagtem Heli. Und zwar, ihr seht jetzt hier schon, wir haben neuen Autoglas dabei, haben ein Fuel Barrel, haben wir auch, da sind 210 Liter drin, Hauptrotorteile haben wir dabei, Motorteile haben wir dabei, Treibstofftank, und ich habe von zu Hause noch eine Versorgungskiste geholt mit Scrap Metal, da haben wir dann gleich 12 drin, dann sehen wir ja, wie viel wir das mal von dem, von der Kiste brauchen. So, jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Und schauen dann gleich, ob wir das Ding repariert bekommen. So, fangen wir da unten rum. Eventuell finden wir gleich noch irgendwo ein Fahrzeugwrack. Dann kann ich gleich kurz euch das zeigen, wie ich das meine mit dem Entfernen. So, müsste eigentlich irgendwo eins rumliegen. Aber man braucht nicht unbedingt ein Fahrzeugwrack, das geht auch mit diesem Müllhaufen oder mit diesen Straßensperren. Das kann man eben alles entfernen, wenn man einen Crower dabei hat. So. Aussteigen. Da ist sogar ein Autowrack mit drin. Und wenn ihr jetzt dann hingeht, seht, da steht es schon, Barrikade entfernen. Das wählen wir jetzt mal an. Starte Dekonstruktion, das haut bei den Autos genauso hin oder bei den Müllhaufen. Sind normalerweise genau, sind 3 Schritte, dann verschwindet das Ding und ihr bekommt eben zufallsgeneriert irgendein Vehicle-Part, das ihr dann einfach ganz normal aufsammelt und in euer Inventar steckt. So, wir haben jetzt in dem Fall zu sehen ein Treibstofftankteil bekommen. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit, auch wenn wir es eigentlich nicht brauchen. Die könnt ihr noch, die Treibstofftankteile und auch die Motorteile halt. Wenn ihr einen Workshop in der Nähe habt, könnt ihr die Teile auch mit Rechtsklick dann wiederverwerten oder irgendwie sowas steht dann da. Und dann könnt ihr das zu Scrap Metal umwandeln. Ein Treibstofftank gibt 1 Scrap Metal und ein Motorteile geben, glaube ich, 2 Scrap Metal. Das nochmal so am Rande, falls ihr mal knapp bei Scrap Metal seid, aber eben die anderen Sachen alle habt. Könnt ihr das auch so machen. So, jetzt sind wir da. Jetzt steigen wir mal aus und schauen uns die ganze Chaise an. Einfach hinlaufen auf Fahrzeug reparieren im Action-Menü wieder hier.
Zack, und dann sehen wir schon, Alter, das Ding ist ja total down. Da brauchen wir alles. Wir werden jetzt einfach von oben nach unten gehen wir jetzt miteinander durch. Und dann kriegen wir das schon in Griff, würde ich schon mal behaupten. So, wie gesagt, wir haben alles dabei. Ich schmeiß mir jetzt auch mal alles ins Inventar. Den Rest brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt. Wie schaut's aus mit dem Hunger? Naja, das halten wir schon noch aus. So. Ein Magazin soll mal reichen. Wir nehmen uns alles mit, was wir brauchen. Ja, das tun wir, das kommt am Schluss. Motorteile haben wir, Hauptrotor haben wir, Treibstofftankteile haben wir. Oh, damn. Ich glaube, wir müssen. Ja, die müssen wir dann noch auspacken. So, Autoglas nehmen wir auch mit. Das hauen wir einfach mal alles jetzt ins Gear vom Fahrzeug. So, wie gesagt, die brauchen wir. Und die verschiedenen Autogläser nehmen wir noch mit. So. Jetzt packe ich mal kurz die Kiste aus. Sie sitzt dann schon, steht Rechtsklick einmal öffnen. Da steht immer Versorgungskiste, 12x Scrap Metal ist drin. Dann öffnen wir das einmal und dann soll es eigentlich vor uns auf dem Boden liegen. Und dann sammeln wir es wieder ganz normal ein. Die Dinger kann man beim Händler kaufen. Genau. Kosten ein paar Silber. Weiß jetzt nicht auswendig wie viel. Und dann haben wir eben so eine leere Versorgungskiste. Die braucht er dann später, wenn er ein Ding craften wollte. Wenn er so ein Storage-Chat craften wollte, da brauchen wir die dann dafür. Aber das soll uns jetzt mal noch nicht interessieren. Wir sammeln jetzt erstmal die Sauerei hier wieder ein. So. Nehmen wir alle mal mit. Ich hoffe jetzt, dass keine Missi hier neben uns spawnen, weil ansonsten sind wir da auch wieder fett. Aber das soll mal. Wir wollen ja mal nicht schwarz sehen, ne? Schwarz, schwarz. Fahrzeug reparieren, da sehen wir schon, ihr solltet es dann auch nicht im Rucksack genügt nicht, sondern hier im Inventar haben. Und dann fangen wir mal an. Wir haben jetzt hier zwei Glas. Wie gesagt, nochmal, dass ihr es seht. Gehen wir mal kurz weg, gehen wir nochmal hin. So, Fahrzeug reparieren, einfach draufklicken und dann steht da schon Repair Glass. Dann reparieren wir das mal. Und dann sollte eigentlich dastehen, erfolgreich hinzugefügt, ganz genau. Und so machen wir es eigentlich jetzt mit allen anderen Sachen auch. Glas 2 nehmen wir noch. Und was auch extrem wichtig ist, also die Gläser sollten alle repariert sein. Also, weil es kann sein, wenn ein Glas noch nicht repariert ist oder wenn die Gläser allgemein nicht komplett repariert sind, dann verliert es halt Sprit, wenn ihr den einfüllt. Also schaut wirklich immer, dass alle Gläser repariert sind. Wir brauchen jetzt hier noch ein paar Gläser, deswegen hole ich mir die wieder vom Rucksack ins Inventar. Reparieren. Und wir reparieren jetzt alle, egal ob sie 100% oder 50%, das ist nämlich das. Sie müssen alle komplett repariert sein. Es muss nicht immer sein, dass ihr Sprit verliert, aber es kann sein. Und wenn, dann ist es halt wirklich ziemlich ärgerlich, weil das Ding läuft dann nämlich komplett aus. Und dann habt ihr da umsonst ein Fass reingeschüttet und ja, unter Umständen habt ihr nur eins dabei, dann müsst ihr wieder eins holen und bla bla bla, pipapo, kennen wir ja alles. So, jetzt muss ich mir wieder ein paar holen. Ich hole mir jetzt einfach mal alle rein. Sollten dann reichen. Boah. Aber gerade so, ne? Also wie gesagt, Glas ist natürlich selbsterklärend. Da ist logisch, dass ihr nur Glas reinpacken könnt. Und bei den anderen Sachen kann am Anfang ein bisschen verwirrend sein, vor allem die Anzeige. Aber dafür machen wir ja das Video jetzt, dass ihr seht. Ne, das machen wir noch nicht. Das will ich euch dann zeigen. Wie gesagt, erstmal hauen wir das ganze Glaszeug weg. Was haben wir jetzt hier noch drin, was wir wieder reintun können? Die zwei. Achso, ja, mehr brauchen wir momentan noch gar nicht. Ich glaube, wir haben noch ein Glas, was wir reparieren können. Genau. So, und wenn wir jetzt einsteigen. Oh, komm. Als Pilot einsteigen.
Dann seht ihr oben bei Hull, es ist schon fast wieder grün. Hull, dazu zählen die Glasscheiben nämlich auch dazu. Engine ist, also ENG ist der Engine. ATRQ ist. Kann ich jetzt gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was die ganzen Abkürzungen bedeuten. Auf jeden Fall. MROT ist das Main Router Assembly. Da ist es auf jeden Fall euer Hauptrouterteile. Und Inst sind, glaube ich, die Instruments. Und ATRQ. Weiß ich jetzt gar nicht. Oh ne, komm schon. Aber wir reparieren sie jetzt zusammen. Und dann schaffen wir das schon. Hast du es jetzt bei? Gut, also wir haben jetzt die Gläser repariert. Was haben wir noch? Hall, da seht ihr schon, ist der Rest dann quasi. Da genügt einmal Scrap Metal. Müsste eigentlich gleich anzeigen. Sie haben erfolgreich Metallteile hinzugefügt. Genau. Und wenn wir jetzt einsteigen, dann müsste es eigentlich grün sein. Ja, so ziemlich so gut wie passt. So, dann haben wir Engine. Da hauen wir jetzt unsere Motorteile noch rein. Avionics dürfte auch Scrap Metal sein. Jawohl, Metallteile. So, was haben wir noch? Den V-Rotor, das sind wir auch mit Metallteilen dabei normalerweise. Okay. Dann haben wir den Hauptrotor. Da brauchen wir jetzt unser Main Rotor Assembly, also unsere Hauptrotorteile, die müssen wir da reinklatschen. Jawohl, und dann haben wir noch Missiles. Missiles brauchen wir auch Metallteile. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr denn wofür braucht, dann geht ihr einfach, wie ihr es gerade gesehen habt, drauf. Und wenn ihr es nicht im Inventar habt, dann sagt ihr euch schon, was ihr dafür benötigt noch. Also das ist auch eine Möglichkeit herauszufinden, was man noch braucht. Bei mir da jetzt gesagt, sie haben keine Metallteile im Gepäck, bla bla bla, haben wir jetzt hinzugefügt. Und jetzt sehen wir schon, jetzt nimmt das. So, jetzt sollte das Ding eigentlich, wenn wir einsteigen, komplett grün sein. Jawohl. Einmal frei. Flugbereit, aber kein Sprit. Dafür haben wir jetzt noch unseren Sprit dabei. So, ich hol mal. Naja, komm, wir gehen mal auf Nummer sicher. Es sind zwar 210 Liter, aber wir hauen mal alles rein, was wir da haben. Was soll der Geiz? So, dann gleiches Prinzip. Mi 17 betanken. Und dann macht das auch schon. So. Ihr müsst auf jeden Fall schauen, dass der Heckrotor oder der Hauptrotor auch, aber ich glaube, das ist der V-Rotor oder was ihr da gesehen habt, dass die Dinger oder Avionics auch, dass die, wenn möglich, repariert sind, weil wenn ihr die nicht repariert habt, dann kann es unter Umständen sein, dass euer Heli beim Starten sich unkontrolliert im Kreis dreht. Also das ist dann extrem schwierig, das Ding unter Kontrolle zu bekommen. Deswegen rate ich euch, lasst's gleich, repariert's gleich so gut wie ihr es könnt. Dann braucht ihr euch da schon keine Gedanken mehr drüber machen. Gut, wir steigen jetzt mal ein. Als Pilot. So, und dann geht's auch schon los. Jetzt seht ihr das, wenn wir Q drücken, können wir das Teil fliegen. Ich werde auch eventuell noch ein Video dazu machen, wie man den Helis am besten fliegt, weil ich. Da haben viele immer ziemlich Respekt davor vom Helikopterfliegen, obwohl es eigentlich wirklich gar nicht so schwer ist. Genau, aber ihr seht, das Ding, Sprit hält Stand, es ist alles im grünen Bereich. Top. Wir haben jetzt sogar die Möglichkeit, wenn wir ein Vehikel dabei haben, das werdet ihr gleich sehen, es ist. Nah genug drunter sind. Lift Object. Jetzt können wir sogar unseren Jetzt können wir Hey, sogar wake up. Das war Teamspeak gerade, sorry.
Jetzt können wir sogar unseren Helikopter mitnehmen. So, wir fahren jetzt gleich weiter zum Händler und schauen, ob wir eines der beiden Sachen verchecken können. Jo, das war's jetzt zum Helikopter reparieren. Also ich hoffe, es hat euch gefallen einigermaßen, beziehungsweise es hat euch was gebracht. War ein bisschen chaotisch vielleicht hier und da, aber im Endeffekt haben wir es, glaube ich, gut abgedeckt alles. Ich kann es auch gerne nochmal in die Beschreibung mit reinpacken, was man denn alles braucht. Jo, ansonsten danke fürs Zuschauen. Gerne auch abonnieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns auf dem Schlachtfeld. Bis dann. Droppen funktioniert übrigens genauso wie der Object.